Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück bei iKuchen. Es gibt so ein minimales Problem, was jetzt eigentlich auch nicht so schlimm ist, aber eigentlich habe ich da vorne so einen Monitor dran und das HDMI-Ding ist einfach abgebrochen. Da steckte zur Hälfte noch in der Kamera, also ist nicht schlimm, das konnte ich rausnehmen, das ist kein Problem. Aber jetzt weiß ich halt nicht, ob das Bild gut ist oder nicht. Ich habe das eben einmal gecheckt, war okay. Ich hoffe einfach mal, dass ihr mich so sehen könnt, weil ich kann die von der Kamera, von der Sony Alpha 7 III, kann ich die nicht umdrehen. Das Ding und deswegen ist das ein bisschen nervig. Ich hoffe einfach mal, dass die Qualität in Ordnung ist. Ich werde das nach dem Video checken, dass ich dann wenigstens nicht zwei Videos habe, die so komisch aufgenommen werden. Außerdem muss ich auf die Uhr gucken, damit ich weiß, wann ich 10 Minuten habe. Alles klar, um 7:30 Uhr. Ja, Digga, Geld nimmst du mit, oder? So, heute geht es auf jeden Fall, wie ihr schon am Titel erkennen könnt, darum, ich bewerte einfach mal meine YouTube-Kanäle. Es ist ja Trend gewesen letztes Jahr, Kanäle von anderen irgendwie einzuordnen in Tierlisten, oder ich bin ja auch Meinungsblogger, also ich gebe ja auch generell gerne meine Meinung über andere Leute und andere Kanäle und so weiter ab. Und ich habe mir einfach mal selber so gedacht, Bro, wieso bewertest du nicht mal deine eigenen Kanäle und sagst einfach mal was dazu? Ich denke mal, das kann relativ spannend sein. Ich werde versuchen, natürlich auch ein bisschen kritisch vielleicht auch mal über den einen oder anderen Kanal zu reden und kann euch jetzt natürlich auch mitgeben, was ich in Zukunft mit gewissen Kanälen vorhabe. Es wissen ja viele Leute, ich habe 5 Kanäle, also theoretisch 6, Tim aus BS, aber 5 Kanäle, wo ich theoretisch halt Videos hochlade. Und da ist das Ganze halt so, dass ich den einen aktiver führe als den anderen. Ich mache überall verschiedenen Content und deswegen denke ich mal, kann das auf jeden Fall ganz spannend werden, so ein bisschen drüber zu reden. So, ich muss nur mal ganz kurz gucken, nicht, dass dieses Ding im Bild ist, ja doch ganz leicht. Ne? Warte, ich verschiebe die Kamera mal so. Jetzt muss ich mich nur wieder richtig hinsetzen, weil ich habe auch Angst, dass es umfällt. Ich bin ja, wie ihr sehen könnt, auch so ein Steg. Also nach hinten hat er vielleicht 20 cm Platz, aber wenn das Ding jetzt umfällt, ist es im Wasser, die Kamera. Das wäre natürlich nicht so schön. So, ich sitze genau zur Linse hin. Also ich hoffe einfach mal, dass das geht. Genau, und anfangen tun wir natürlich mit meinem größten Kanal und auch dem Hauptkanal einfach, und zwar KuchenTV. 880.000 Abonnenten. Die letzten Tage gehen wieder sehr gut ab durch das Loredana-Ding, dann ABK, dann, was war noch, dieses Dr. Smiles Placement und so weiter. Übrigens auch an die Leute, die nicht nachdenken, Dr. Smile ist nicht Smile Secret, okay? Das ist eine andere Firma, weil mir haben einige Leute geschrieben, die meinten, ja, deine Freundin macht aber auch Werbung dafür. Oder auch, keine Ahnung, Leute haben mir auch das Placement von InScope geschickt zum Beispiel oder auch von anderen Leuten. Smile Secret ist nicht Dr. Smiles, ja? Also nur, dass wir mal drüber geredet haben. Ja, ich muss sagen, der Hauptkanal macht mir momentan eigentlich mit am meisten Spaß. Natürlich auch ist immer cool, wenn der Kanal halt gut läuft. Auch abgesehen jetzt von den letzten Tagen oder Wochen ist der klicktechnisch halt wirklich mega stark, muss ich einfach sagen. Ist sehr, sehr krass und gefällt mir halt selber auch sehr, sehr gut. Ich habe ja normalerweise sehr viele verschiedene Formate auf dem Kanal. Jetzt gerade mache ich ja leider, oder was heißt leider, jetzt gerade mache ich ja eigentlich nur Kuchen-Talks. Da haben auch Leute schon gefragt, jo, kommt da eigentlich noch was anderes oder belässt du das so oder wie ist das? Ich habe eigentlich vor, noch andere Formate auf jeden Fall wieder weiterzuführen und auch neue wieder reinzubringen. Zum Beispiel habe ich ja schon gesagt, dass ich auf jeden Fall die Kuchen-Talks holen möchte. Digga, da kommt ein Schiff an. Wie geil ist das denn? In die Schleuse hier vorne. So, auf jeden Fall habe ich ja gesagt, dass ich die YouTube-Fails zum Beispiel wiederholen möchte. Das Ding ist, zeittechnisch ist das momentan halt nicht so einfach. Ich habe schon mal nach Kommentaren geguckt, aber ich glaube, ich werde das wahrscheinlich so machen wie Blali damals. Ich schreibe im Community-Tab, jo, schreib mir dumme und lustige Kommentare. Ich versuche da Sketche zuzumachen oder so. Ich glaube, das ist ein bisschen sinnvoller. Und das ist auf jeden Fall halt der Plan. Ich mache ja momentan auf KuchenTV halt fast nur Kuchen-Talks. Ich muss aber auch sagen, die machen mir momentan auch einfach am meisten Spaß. Und momentan gibt es auch einfach viele Themen, worüber man berichten kann. Also man hat immer mal wieder so Phasen, das kann Tag sein, kann auch mal eine Woche sein, ich vertraue irgendwie dem Stativ nicht bei dem Wind, wo man vielleicht auch mal ein bisschen weniger Themen hat, also man gar nicht weiß, worüber man sprechen soll. Und momentan komme ich eigentlich ganz gut vor mit den Themen. So, ne, jetzt wäre dieses Loredana-Ding, dann direkt ABK. Da mache ich jetzt morgen noch was zu diesen Hip-Hop-Nachrichten zu Loredana, weil die ja alles so auf diese Sexismus-Schiene packen wollen, was ich auch nicht ganz verstehen kann. Und das möchte ich auf jeden Fall noch machen. Also momentan hat man halt sehr viele Themen auf jeden Fall, die man noch besprechen kann. Und ich habe auch noch einige in der Hinterhand. Und das ist natürlich dann halt umso chilliger, ne, weil du dann nochmal die Möglichkeit hast, halt Videos vorzuproduzieren, was ja auch einfach mal sehr nice ist, wenn du dir dann halt mal ein paar Tage frei nehmen kannst. Ist auch der Kanal, der eigentlich mit der meisten Arbeit braucht. Ne? Das Doofe ist halt immer zum Beispiel bei eben so Themen wie zum Beispiel gestern habe ich ja was über einen Fotografen gemacht und da zum Beispiel war es halt auch so, dass ich das Problem hatte mehr oder weniger, dass ich das halt erst am Mittwoch gemacht habe, weil ich erst am Dienstagabend diese Mail gesehen habe, da hatte ich keine Zeit mehr und dann musste ich halt für Dienstag das Video für Dienstag machen und das hat ja auch geklappt, war auch gut, das war um 14 Uhr fertig, ist aber trotzdem immer ein bisschen stressig, wenn du quasi weißt, jo, jetzt in 8 Stunden muss das spätestens da sein und ich hatte gestern auch gar nicht so viel Zeit, weil ich noch mit Gina unterwegs
sein wollte danach und so. Aber abgesehen davon macht mir der Kanal auf jeden Fall am meisten Spaß. Ja, bei den Fails-Formaten und so weiter muss ich sagen, ja, mal gucken. Also ich werde die auf jeden Fall nochmal bringen. Aber es war in letzter Zeit, ist es irgendwie so ein bisschen abgeflacht, auch so Facebook-Fails. Das war eigentlich nur so, hö, lol, doof und direkt weiter. Muss ich mal gucken, was ich da, ob ich da irgendwie auch nochmal ein paar Sketche oder sowas einbauen kann, ob man da was machen kann. Ich vertraue jetzt dem Stativ noch weniger. Ich weiß gar nicht, ob ihr das Schiff seht, Alter, heftig. Genau, auf jeden Fall, das ist mein Lieblingskanal momentan. Der nächste, wo ich Videos hochlade, ist ja Tim und Timothy, aka Tim Held. Fand ich auch lustig, habe ich schon mal in einem Video gesagt. Es haben sich ja Leute beschwert gehabt darüber, dass der Kanal nicht mehr Tim Held heißt, sondern Tim und Timothy, aber die Leute von Timothy gar nichts wissen wollen. Ja, Leute, in Tim und Timothy hat seit einem Jahr, glaube ich, also Tim Held hat seit einem Jahr keine Videos ohne Timothy gedreht auf dem Kanal. Also von daher verstehe ich das halt nicht so ganz, um ehrlich zu sein, weil es ändert sich nichts außer der Name. Das sind halt wieder die richtigen Leute. Digga, heftig auch, ne? So, ich wollte mal Kapitän werden, lustigerweise, so mit 10, 11. Voll der geile Job eigentlich, ne? Tja, krass, Alter. Heftig, die haben sogar ein Rettungsboot und ein Auto haben die dabei. Heftig, Alter. Aber ein sehr kleines Rettungsboot. Verstehe ich auch gar nicht. Brauchen die eigentlich nicht, oder? Ich meine, keine Ahnung, der Kanal ist 10 Meter breit. Also ich glaube, man könnte, wenn der sinkt, gerade noch so dahin fahren. Naja, auf jeden Fall, der Tim und Timothy-Kanal macht mir momentan halt auch sehr, sehr viel Spaß. Kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Videos an, die man halt dreht. Achso, das sind Novellen, okay. Kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Videos an, die man dreht. Also mir persönlich macht der Kanal halt wirklich sehr viel Spaß, weil so diese ganzen Challenges und so weiter, was wir da drehen, auch wenn das halt vielleicht ein bisschen doof klingt, es ist schon sehr unterhaltend, das zu machen. Ich meine, ich habe ja früher genau diese Art von Content immer kritisiert, aber ich muss sagen, dass ich das wirklich eigentlich sehr cool finde zu machen. So, und da kommt, wie gesagt, immer auf die Umsetzung an und wie man was macht und so weiter, keine Frage. Ne, aber ich finde viele unserer Videos wirklich sehr, sehr lustig. Zum Beispiel das, wo ich blind gezeichnet habe oder das, wo Timothy gezeichnet hat und so. Ich würde sagen, so der einzige Kritikpunkt an dem Kanal ist halt, dass wir es irgendwie nicht immer schaffen, den Kanal halt aktiv zu führen und dass wir auch nicht immer so ultra krasse Ideen haben, weil das Problem ist einfach, ich hätte noch einige Ideen auf jeden Fall für den Kanal, aber das sind meistens immer relativ aufwendige Dinge und dadurch, dass ich halt noch 4 andere Kanäle habe, ich streame nebenbei, ich habe noch Family, Fußball und so weiter, bin ich halt so eingespannt. So, wenn ich jetzt mich nur auf den Tim und Timothy Kanal zum Beispiel mal konzentrieren würde für eine Woche oder zwei, glaube ich, würden wir da auch echt heftige Videos rausballern, aber dadurch, dass wir halt auch vieles ja relativ schnell produzieren, weil wir halt auch nicht so viel Zeit haben, ja, ist dann halt einfach das Problem, dass die Videos zwar lustig sind, aber wir halt noch unter unserem Niveau bleiben, was wir halt erreichen könnten. Ne, zum Beispiel machen wir auf jeden Fall bald auch ein Video, wo wir mit einem Geigerzähler zu dem Kraftwerk fahren in Grüne oder wie das heißt und mal gucken, ob wir da erhöhte Strahlung feststellen. Da freue ich mich zum Beispiel drauf. Oder auch, wenn ich meinen Geburtstag feiere und die ganzen Leute halt dann da sind, dann habe ich auf jeden Fall vor, auch so einen YouTuber-Völkerball und Brennball zu spielen. Ich kriege wahrscheinlich dann eine Halle auf jeden Fall geklärt. Und das sind zum Beispiel Videos, auf die ich mich halt sehr freue. Ich sag mal, das Problem ist halt im Endeffekt auch, wir haben halt in Braunschweig auch nicht so viele Leute, mit denen wir jetzt Videos zusammen machen können. Also klar, jetzt Gina oder Manuel, ne, das geht natürlich so, aber jetzt so andere größere YouTuber, dass man mal wirklich so eine krasse Kooperation hat oder sowas, ist natürlich halt nicht gegeben. Na, aber der Kanal macht mir auch eigentlich sehr viel Spaß. Ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr Zeit reinsteckt und das wirklich auch aktiv durchzieht, dann läuft der auch. Ne? Also momentan machen wir zwar ein paar D-Abos, ist aber auch klar, weil wie gesagt, das ist halt, nee, wir sind inaktiv, dann sind wir wieder aktiv, dann sind wir wieder inaktiv so. Das ist halt doof. So, wenn du halt wirklich mal den Kanal durchziehst, glaube ich, dann läuft das halt auch viel eher. Dann haben wir den Eikuchen-Kanal, also genau der hier, muss ich sagen, ist auch einer, also irgendwie sind alle meine Kanäle meine Lieblingskanäle. Also der Content hier macht mir momentan auch einfach sehr, sehr viel Spaß. Ich meine, finanziell ist das halt, ja, würde sich wahrscheinlich mehr lohnen, die Zeit in Kuchen-TV zu investieren oder in Streams, aber es ist trotzdem halt sehr cool. Weißt du, einfach mal hier zu sitzen und so Freestyle-mäßig so ein bisschen irgendwas zu quatschen, so aus dem Leben oder zu gewissen Themen, wo sich vielleicht auch kein Kuchen-Talks lohnt oder wo man lieber so ein Freestyle-Video zu macht, finde ich ehrlich gesagt schon ziemlich cool und macht mir halt auch sehr viel Spaß. Ne? Und der Kanal ist jetzt ja auch nicht so viel Arbeit. Also wie gesagt, ich fahre halt einmal die Woche hierher, also generell zu irgendeinem Ort, wo ich halt Videos aufnehme, nehme halt 3 Videos auf, dann fahre ich nach Hause, lade die hoch, fertig. So, ich schneide die ja auch nicht, außer jetzt das Video, was am Dienstag kam, ne, da musste das mal sein, aber sonst ja eigentlich nicht. Und das ist halt wirklich sehr, sehr cool, macht mir halt auch sehr viel Spaß, halt hier einfach ein bisschen zu quatschen. So, ne? Auch, wie gesagt, hier kannst du auch mal Themen ansprechen, wo sich halt einfach kein Kuchen-Talks zu lohnt. Oder wenn du mal zu irgendwas deine Meinung einfach so abgeben möchtest, dann ist der Kanal halt perfekt. Ne? Und genau dafür ist er ja auch da und das nutze ich ja auch. Und das finde ich halt sehr, sehr cool. Krass, die lassen den da, glaube ich, gerade ab oder so. Heftig auch so eine Schleuse, ne? So, der nächste Kanal ist, wie heißt er denn hier? Haut mal schnell raus. Der nächste Kanal ist Kuchengeschmack, den ich noch habe.
Mein Gameplay-Kanal, muss ich sagen, ja, ist jetzt nicht mein Lieblingskanal, mache ich ja auch nicht so viel. Liegt aber halt auch daran, dass ich halt ja, zu faul bin. Also ich habe einfach keine Zeit, selber Videos dafür zu schneiden. Ich habe eigentlich auch einen Cutter, aber der macht momentan irgendwie nicht so viel. Und nein, ihr braucht mich nicht anschreiben mit, suchst du nach einem Cutter? Nein, suche ich nicht. Wenn, dann sage ich schon Bescheid. Weil das Ding ist, der Kanal bringt ja halt kaum Geld so, ne? Der hat nur 30.000 Abonnenten, die Videos kriegen da 500 bis 1.000 Aufrufe. Die CPM ist auch richtig kacke, also ich kriege da vielleicht pro Video 50 Cent teilweise. So, wie viel soll ich euch zahlen pro Video, weißt du? Das Ding ist halt, mein Cutter jetzt zum Beispiel, kann ich auch sagen, kriegt 10 € pro Video. Ich habe gesagt, das können wir gerne erhöhen, wenn ich halt mehr Einnahmen habe, ne, dass quasi er den Kanal mit hochholt. Und von mir aus kann er auch 60% oder sowas später der Einnahmen haben, auch wenn wir da ein paar Tausend rausholen, das ist mir egal, weil es ja auch generell cool ist, einfach einen Gameplay-Kanal zu haben. Genau, aber momentan schneidet der halt nicht so viel, ich weiß auch nicht wieso. Und ich habe ja auch generell mal sogar nach Cuttern gesucht. Das Ding ist, keine Ahnung, das meiste, was die mir jetzt schicken, ist einfach ultra langweilig. So, ich will schon was haben, wo wirklich Action abgeht, wo Spannung drin ist, was gut zusammengeschnitten ist. So. Und viele schicken mir einfach quasi, ja, die machen halt die Sprechpausen raus, zoomen ein bisschen ran und das war's. Weißt du, aber ein paar Memes mit drin haben, ein paar lustige Dinge, irgendwie sowas. Ja, vielleicht auch mal ein bisschen übertrieben, so wie Revi oder so. Weißt du, das wäre so, würde mir auf jeden Fall selber vom Style her besser gefallen. Ja, und da finde ich halt einfach keinen. Ne? Oder ja, suche auch gar nicht so wirklich danach. Und genau, deswegen ist der Kanal halt relativ inaktiv. Ja, macht mir aber auch Spaß. Also wenn ich da Videos mache, ich meine, ich zocke jetzt zwar nicht mehr so viel, aber wenn wir mal in Streams zocken, dann ist das ja ganz cool. Und dann kannst du da nochmal so Gameplay-Videos draus machen. Das ist ja einfach Zusatzcontent so, ne? Und deswegen, also ich würde den Kanal gerne aktiver führen. Mal gucken, was halt die Zukunft so bringt, ne? Der letzte Kanal, den ich da noch habe, ist KuchenTV Uncut. Naja, was soll ich da sagen? Also ich drücke, während ich streame, auf Aufnehmen, dann reacte ich auf das Video, dann drücke ich auf Stopp und das ist das ganze Video so. Ne? Ist ja wirklich krank, weil ich damit halt einige Monate auch schon so die 8.000-Dollar-Grenze geknackt habe, was wirklich heftig ist, ne? Innerhalb von 28 Tagen. Und das ist wirklich heftig, ne? Weil auch, kann ich zum Beispiel einfach so sagen, ich habe jetzt mit den YouTube-Einnahmen diesen Monat habe ich 13.700 € ausgezahlt bekommen. Und das muss man sich mal überlegen, 13.700 € nur, dadurch, dass ich halt ein paar Videos mache so und darauf kommen noch Placements, Twitch, Donations, solche Sachen und das ist wirklich, das ist heftig so, ne? Da komme ich selber halt nicht mit klar. Und dafür, dass ich eigentlich wirklich super wenig Arbeit in den Kanal stecke, ist das halt wirklich heftig. Ich habe mir auch da mal überlegt, wenigstens irgendwie die Sprechpausen rauszumachen oder das auch ein bisschen zu cutten. Das Ding ist auch da wieder, ich habe die Zeit einfach nicht so. Ich habe Timo zum Beispiel mal gefragt, ob er schneidet, aber auch da das Ding ist, ich meine, ja, es sind ja zwei Videos am Tag. So, wie viel Geld soll ich dafür ausgeben? So, weißt du, ich meine, wenn ich 2.000-3.000 € dafür ausgebe und dann mit Glück vielleicht ein bisschen größer werde, aber mit Pech das auch einfach stagniert, so, dann zahle ich halt mega viel Geld und habe halt im Endeffekt nichts daraus. So, deswegen, ich habe ihm zum Beispiel angeboten, einfach 10% der Einnahmen so, ne, das ist halt fair, wenn das halt dadurch steigt, kriegt er halt mehr, wenn es sinkt, kriegt er weniger so, dass man immer den gleichen Betrag hat. Oder 20%, glaube ich sogar, meinte, aber lohnt sich halt nicht so wirklich, da war ich aber auch noch nicht bei 8.000 Dollar, sondern deutlich weniger. Ist halt schwierig, ne? Auch da kommt es halt immer drauf an, ja, was gerade abgeht so, ne? Zum Beispiel, wenn jetzt diese Abdel-Sache ist und Madeira und so, ne? Da habe ich zum Beispiel ganz gut verdient. Oder auch letzten Monat, ne? Mit Unge und Leon und alles, was da so abging, Mimi und Co. Das waren halt Videos, die sind, na, haben natürlich eine große Reichweite gehabt, weil das halt in YouTube Deutschland interessant ist und auch gerade bei mir als Meinungsblogger anscheinend interessant. Und ja, da haben halt sehr viele Leute draufgeklickt und da kommt da halt auch viel Geld. Und es geht auch jedes Video deutlich über 10 Minuten so, ne? Ja, ob ich da mal dann wirklich das schneide oder ob ich das einfach erstmal so lasse, gucke ich mal. Also ich werde das wahrscheinlich erstmal so lassen und dann schaue ich einfach mal, ne, ob ich damit halt, ob ich das so lasse oder ob ich irgendwann mal jemanden einstelle oder sowas, der da ein bisschen was cuttet. Das müsste ja wenn auch nicht krass sein. So, wie gesagt, ihr braucht euch aber auch nicht bewerben. Also wenn ihr mich anschreibt, blocke ich euch, so, weil ich deutlich gesagt habe, ich will nicht, dass ihr mich anschreibt und sowas nervt dann einfach so. Ich weiß nicht, was ihr euch erhofft. Soll ich Nein sage, dann sage ich nicht plötzlich Ja. Ja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich habe ja keine weiteren Kanäle mehr. Wenn ich so eine Rangliste machen würde, wäre auf jeden Fall auf Platz 1 KuchenTV. Das macht mir momentan am meisten Spaß. Ich würde sagen, auf Platz 2 sogar Tim und Timothy, weil wenn wir da mal drehen und so weiter, das ist wirklich mega lustig. Man bräuchte halt nur mehr Ideen oder vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit. Auf Platz 3 würde ich Eikuchen machen. Ne? Auf Platz 4, ja, dann KuchenTV Uncut. Dieses Jahr, ich streame ja. Es ist ja eher das Streaming, was mir Spaß macht und nicht dieses KuchenTV Uncut-Ding. Deswegen, und auf 5 wäre dann halt der Gameplay-Kanal, weil da mache ich halt einfach nichts. Genau, so würde ich die Kanäle auf jeden Fall ranken. Ich bin aber zufrieden, also so zufrieden auf jeden Fall mit allen. YouTube macht mir generell halt wieder mega viel Spaß. Und gucken wir mal eine glorreiche Zukunft auf jeden Fall hoffentlich. Und bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht. Ja, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Einen schönen Tag und bis dann. Ich gucke kurz, ob das Video überhaupt aufgenommen hat. Ist auch mega warm. Nicht, dass die Kamera ausgegangen ist. Nö, ihre Digga. Bis dann, ciao.